Teil 2 von dem Bereich Overfitting. Werden wir uns jetzt anschauen, wie man sich seine Modelle, den Vergleich der einzelnen Modelle relativ bequem anzeigen lassen kann, um dann daraus auswählen zu können, welches der Modelle das Richtige ist. In diesem Fall arbeiten wir wieder mit unserer linearen Regression und unseren Testdaten, 20 Stück. Ich habe die Zahl mal ein bisschen erhöht, damit das Ergebnis ein bisschen stabiler ist. Wir die X-Daten, die zufällig gleichmäßig verteilt sind von 1 bis 20 und die Y-Daten, die sich aus einer quadratischen Funktion über die X-Daten ergeben, plus einem gewissen Fehlerterm, der das Ganze etwas zufälliger gestalten soll. Und das Ganze schieben wir wieder in einen Datenrahmen namens Data. Und ich arbeite immer noch im gleichen R-Skript. Das wird hier abgegrenzt zu der letzten Episode und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also wenn das hier ab und zu mal nach unten springt und dort komische Sachen kommen, die werden wir beim nächsten Mal dann hören. Okay, wir hatten gesehen, wenn wir keine Daten haben, keine externen Daten haben, sondern nur mit unseren Daten arbeiten können, die wir bekommen wollen, um den Fehler auswerten zu können, der sich bei Extrapolation bzw. bei der Anpassung ergibt, über Daten, die nicht zum Trainingsset gehören, dass wir eben entsprechend unsere Daten aufteilen müssen in ein Testset und ein Trainingsset. Das Trainingsset lernt die Daten, lernt das Modell an und mit dem Testset wird dann überprüft, wie gut diese Anpassung erfolgt ist. Und das Ganze will man natürlich, wir hatten es beim letzten Mal von Hand sozusagen zwei Modelle miteinander verglichen. Das Ganze ist natürlich schöner, wenn das automatisiert läuft und man noch eine schöne grafische Ausgabe davon bekommt. Das wollen wir jetzt mal produzieren. Wir teilen unsere Daten wieder in zwei Teile ein, in zwei Hälften, die wir wieder über einen Sample-Befehl randomisieren, über die Wiederholung der Zahlen 1 und 2 und das Ganze in der Länge Length-out von n, dass wir 20 Einsen und Zweien zurückbekommen. Und das ist unbequem hier. Wir sehen jetzt hier randomisiert 20 mal Einsen und Zweien, 10 Einsen und 10 Zweien. Und damit erstellen wir jetzt unser Test und unser Trainingsset. Und ich packe hier einfach mal einen kleinen Stopp rein, damit das Ganze nicht mehr so weit wegspringt. Okay, also Testset, oder fangen wir mit Trainingsset an, das ist logischer. Trainingsset sollen sein, die von den Daten all diejenigen, für die in unserem Auswahlbereich Hälften 1 steht, und unser Testset all diejenigen, wo hier eine 2 steht. Das heißt, wir haben jetzt 10 Daten im Trainingsset, 10 Daten im Testset. Das können wir uns mal wieder anzeigen lassen. Plot Daten, Typ gleich n, damit ein Koordinatensystem aufgezogen wird, das zu all unseren Daten passt. Points von Trainingsset und Points von Testset. Die sollen rot sein. So, also das sieht ganz gut aus, damit können wir arbeiten. Unsere Parabel ist hier wieder sichtbar und unsere Testdaten sind sogar ein bisschen extrapoliert hier draußen, außerhalb des Trainingsbereiches. Ansonsten verteilt sich das ganz gut, damit können wir weiterarbeiten. Okay, jetzt wollen wir für die einzelnen Modelle, und in unserem Fall sind es einzelne Polynomisierungen der X-Daten, entsprechend überprüfen, welches Modell am besten geeignet ist. Das Ganze wird in einer Vorschleife laufen. Also für alle Degree, für alle Ordnungen der Polynome in 1 bis Degrees, wo wir das herbekommen, sehen wir gleich, soll etwas
durchgelaufen werden. Und wir geben mal an, dass wir bis zu einem Polynom 8. Ordnung das Ganze durchprüfen wollen. Das heißt, hier setze ich den Wert degrees auf 8. Und damit wird diese Vorschleife 8 mal durchlaufen. Momentan passiert da nicht viel. Ich kann es einmal durchlaufen lassen, da passiert gar nichts. Oder ich kann den aktuellen Stand ausgeben lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, also 8 mal wird es durchlaufen und der Degree-Wert wird immer hochgezählt. Damit erstellen wir jetzt ein Modell mit unseren Trainingsdaten. Wiederum lineares Modell, bei dem y in Abhängigkeit von einem Polynom über x ist, und zwar vom Polynom des Grades Degree. Vom ersten Grad bis zum achten Grad läuft das Ganze dann durch. Und unsere Daten sind das Trainingsset. Auch das können wir mal durchlaufen lassen. Wir sehen auch wieder nichts. Wir sehen aber, dass dieser Modell, wenn ich den jetzt aufrufe, ist der letzte Durchlauf jetzt hier noch drin. Wird also bei jedem Durchlauf wird es überschrieben und ein neues Modell wird erstellt mit dem entsprechenden Polynom des so und so vielten Grades, und deswegen sind wir beim 8. Grad jetzt hier hängen geblieben. Das ist das letzte Modell, das da rausgekommen ist. Okay, und wir hatten ja unser Maß für die Qualität des Modells festgelegt als durchschnittliche Abweichung der geschätzten von den tatsächlichen Daten und das Ganze zum Quadrat erhoben. Den wollen wir auch wieder uns zurückgeben lassen in den Inner Sample Error. Und da nutzen wir jetzt mal die Tatsache, dass von LM in dem Modell, das bereits zumindest teilweise abgelegt wird, unter dem Unterpunkt Residuals haben wir die entsprechenden Abweichungen vorhanden. Die quadrieren wir noch. Wir wollen das ja im Quadrat haben. Und bekommen jetzt hier den Inner Sample Fehler zurück. Uns interessiert aber vor allen Dingen auch der Outer Sample Fehler. Das heißt, für den müssen wir erstmal eine Prädiktion starten mit unseren neuen Daten, mit unserem Testset, um zu schauen, wie weit auf Grundlage unseres Modells die Daten des Testset abweichen von den tatsächlichen Daten, die im Testset vorhanden sind, um zu sehen, wie gut unser Modell eben auch das Testset beschreibt. Also erst einmal wieder Prädiktion. Predictions von mir aus. Machen wir Mehrzahl draus. Ist Predict. Mithilfe unseres Modells. Und die neuen Daten kommen aus dem Testset. Das können wir mal durchlaufen lassen. Und unter Predictions bekommen wir jetzt hier wieder für das letzte Modell, also 8. Grades, die entsprechenden Prädiktionen zurückgegeben. Wird also jedes Mal überschrieben. Das müssen wir nachher noch, da müssen wir noch gegensteuern, weil wir für alle Durchläufe einen Wert haben wollen. Wenn wir jetzt unsere Prädiktionen haben, können wir auch den Outer Sample Error berechnen, der wieder ist das Testset y, die echten y-Werte, minus die Prädiktionen. Dann nutze ich auch mal die Autovervollständigung, um das richtig zu schreiben. Hiervon wieder den Durchschnitt und vorher nochmal das Ganze quadriert. Gut, jetzt haben wir unseren Outer-Sample-Error auch. Damit haben wir eigentlich alle Daten zusammen, die wir brauchen, um diese Modelle zu qualifizieren und zu bewerten. Aber bisher läuft unsere Schleife durch und jedes Mal wird das überschrieben. Wir kriegen also hier nur jeweils den letzten Outer-Sample-Error zum Beispiel zurück. Wir müssen noch eine Abspeichervariable sozusagen erstellen, in die dann die ganzen Sachen gesammelt werden für den gesamten Durchlauf. Und dazu erstelle ich jetzt einfach mal eine Variable Quality.
T, die ein Datenrahmen sein soll, der erst einmal einfach als leerer Datenrahmen angelegt wird. Hier ist also momentan nichts drin. DataFrame 0 Zeilen, 0 Spalten. Und da wir ihn haben, können wir an diesen Datenrahmen jetzt weitere Daten anhängen, auch wenn da momentan noch nichts drin steht. Das nutzen wir als Sammelfunktion. Quality soll sein, bind von Quality. Also eine neue Zeile wird, oder die Zeilen werden zusammengefügt vom Original-Quality-Datenrahmen und eine weitere Zeile, die wir jetzt hinten dranhängen als Data-Frame. Beim ersten Durchlauf ist hier gar nichts drin, das ist ein leerer Datenrahmen. An den wird dann ein Datenrahmen angehängt, sodass wir die erste Zeile bekommen und für jeden weiteren Durchlauf wird eine weitere Zeile an diese ursprüngliche Zeile angehängt. Okay, unser Datenrahmen soll bestehen aus Degree, damit wir wissen, auf welchem Polynom wir uns gerade befinden. Das holen wir uns aus dem Degree, aus der Degree-Variable, die hier hochgezählt wird. Dann wollen wir weiter abspeichern den Inner Sample Error, der wird aus dem Inner Sample Error gefüttert, der bei diesem aktuellen Durchlauf erstellt wird. Und das gleiche nochmal für den Outer Sample Error. So, und jetzt sammelt unsere Variable Quality für all die Durchläufe die entsprechenden Informationen zusammen. Ich lasse das hier mal durchlaufen und schaue mir den Inhalt der Variable Quality jetzt an. Und wir sehen, dass hier für alle Zeilen entsprechend die Werte zusammengefasst worden sind, oder für alle Durchläufe. Bei einem Polynom erster Ordnung haben wir einen recht hohen Outer Sample Error, Polynom zweiter Ordnung ist er deutlich geringer und wenn wir den Rest anschauen, ist es auch der geringste Outer Sample Error, so wie wir es erwarten würden. Gut, jetzt haben wir diesen Datenrahmen hier zurückgegeben bekommen und den können wir entsprechend uns plotten, damit wir die Werte, also hier können wir schon mal ablesen, dass das Modell mit einem Polynom zweiter Ordnung offensichtlich das Beste ist, um auch die Testsets jeweils vorherzusagen. Und das Ganze nochmal grafisch wiedergegeben, indem wir es plotten. Ich will einen Plot erstellen, bei dem wir auf der X-Achse die Polynomhöhe haben und auf der Y-Achse dann entsprechend den Fehler. Also plotten wir erst einmal Quality T Dollar Degree und auf der Y-Achse den Outer Sample Error. Das Ganze mache ich mal, hübsche ich mal ein bisschen auf. Call gleich red. Und damit wir auch alle Werte sehen, müssen wir die Y-Achse einschränken bzw. ausweiten tatsächlich, indem wir das Minimum auf das Minimum von Quality Inner Sample Error setzen, denn das wird der kleinere Wert sein. Zumindest sollte das Modell in den allermeisten Fällen die Trainingsdaten besser vorhersagen als die Testdaten. Und das Maximum soll Quality Outer Sample Error sein, den maximalen Wert, denn der wird wahrscheinlich größer sein als alle Inner Sample Fehler und damit bekommen wir da eine obere Begrenzung. Gut, das kann ich jetzt schon mal starten. Wir sehen, dass hier der Outer Sample Error allgemein relativ klein ist und hier haben wir den einen mit der mit der Ordnung 8, also mal 10 hoch 8, der natürlich sehr, sehr groß ist und deshalb können wir die Unterschiede hier unten nicht mehr richtig bewerten. Um das ein bisschen zu korrigieren, setze ich mal die Y-Achse auf eine logarithmische Achse. Logarithmus gleich, oder log gleich Y, damit wird diese Achse logarithmisch skaliert und wir sehen eine deutlichere Wiedergabe, also diese sehr, sehr hohen Werte drücken
die ganze Darstellung nicht mehr so sehr zusammen, sondern die kleinen Werte sind hier auch noch sinnvoll ablesbar. Und es ist durchaus von der Datenqualität her oder von der Art der Daten gerechtfertigt, hier eigentlich nur Punkte anzugeben, oder man darf eigentlich keine Striche dazwischen ziehen, weil es unabhängige Dinge voneinander sind, die hier nicht eine fortlaufende, kontinuierliche Entwicklung aufzeigen. Mahnender Zeigefinger bezüglich Datenqualität und Datenwiedergabe ausgestellt wieder. Wir machen es trotzdem, weil es einfach sich besser dann visualisieren lässt. Der Typ des Plots soll B sein. B bedeutet Punkte plus dazwischen gezogene Linien. Damit können wir hier das Ganze einfach ein bisschen besser vergleichen. Okay, das ist unser Outer Sample Error und jetzt plotten wir den Inner Sample Error nochmal dazu. Points von, und im Grunde genommen ist es das weitgehend das gleiche hier, bloß dass wir statt Outer den Inner uns angeben wollen. Das mache ich auch mal wieder mit Typ B und färbe das Ganze in Blau ein. So, hier können wir sehen, dass unser Inner Sample Error immer weiter abnimmt. Wie zu erwarten ist, je höher das Polynom, desto besser kann der Datensatz trainiert werden, umso mehr Freiheitsgrade gibt es, um dem Datensatz gerecht zu werden. Aber wir sehen, dass hier der Outer Sample Error über 2 anfängt anzusteigen, weil natürlich dann eine Überanpassung stattfindet. Also in diesem Fall alles über 2 muss als überangepasst gewertet werden. Und hier laufen dann entsprechend die Outer Sample Errors raus. Über Polynom 2 ist das Ganze überangepasst. Da wir dieses schöne Skript jetzt geschrieben haben, können wir es auch durchaus mehrfach ausführen mit neuen Daten. Und es ergeben sich teilweise andere Situationen. Hier ist zum Beispiel das dritte Polynom auch noch relativ gut getroffen. Und wiederum, was ist jetzt passiert? So, hier ist der Polynom zweiter Ordnung auch nach wie vor der beste, aber hier passieren auch etwas seltsame Sachen. Das liegt daran, dass wir hier natürlich eine relativ kleine Samplegröße haben und demzufolge dem Zufall auch sehr viel Raum eingeräumt wird in der Anpassung. In allermeisten Fällen sollte aber hier 2 als die beste Polynomisierung herauskommen. Ich kann mal die Stichprobengröße auf 200 erhöhen und dann wird das Bild eigentlich stabiler. Eigentlich, naja gut, gucken wir uns mal an, was hier tatsächlich jetzt drinsteckt im Quality-Bereich. Wir sehen, dass hier auch wieder das Polynom zweiter Ordnung als im Grunde das Beste herauskommt. Aber je höher die Stichprobengröße, umso weniger anfällig ist natürlich das Modell auch wiederum auf Überanpassung, weil mehr Datenpunkte da sind, denen es gerecht werden muss. Das Verhältnis von Freiheitsgraden zu Datenpunkten wird sozusagen günstiger für unsere Qualität des Samples oder für die Qualität des Modells und deshalb wird der Effekt nicht mehr so dramatisch sein. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wie gesagt, den Datensatz wieder in 2 Hälften geteilt. Und das hat natürlich einige, es ist das natürliche Vorgehen, was man machen würde, es hat natürlich einige Nachteile. Zum einen verlieren wir für die Erstellung unseres Modells einiges an Informationen, nämlich genau die Hälfte der Informationen, die in unseren Daten steckt. Und zusätzlich sind wir auf gewisse Zufallseinflüsse in der Datenauswahl, die können hier entsprechend stärker durchschlagen, weil wir eben nur einmal zufällig die Hälfte auswählen und wenn das gerade eine sehr komische Auswahl ist, dann wird unsere Abschätzung des Modells natürlich auch entsprechend davon stärker beeinflusst werden. Es gibt verschiedene Strategien, das zu umgehen und auch mit mehr Informationen aus den Daten das Modell zu erstellen, trotzdem wir ein Testset separieren, sowie auch die Möglichkeit, solche zufälligen Einflüsse zu minimieren. Die Stichworte hier sind K-Fold und Bootstrapping
Und das sind zwei Verfahren, die wir im Teil 3 des Bereichs Overfitting kennenlernen werden und die dann auch dazu führen, eine Routine zu entwickeln, wie wir das sozusagen standardmäßig versuchen können zu verhindern und bei unserer Modellierung versuchen können abzuschätzen, welches Modell tatsächlich das Beste ist. Und jetzt wieder Ausknopf.